lieben Freunde, hier ist wieder Jan von Maxis Games, dem Channel, der eigentlich alles weiß. Wir wissen alles. Warum, sage ich euch nachher noch. So, wir befinden uns jetzt im Moment in der Phase, wo wir wieder neue Mitglieder aufgenommen haben, und betrachten wir den Clan, dann seht ihr hier, dass hier einmal Frech neu drin ist, der Hacker neu drin ist, die gehören zusammen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Account ist, da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber den Frech besuchen wir mal, das scheint ganz nett zu sein. Hat eine ganz ansprechende Base. Er hat noch eine ganze Menge vor sich, was er da verbessern muss, aber ordentlich ist es schon. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt sieht, hier Level Bogenschütze Level 9 in Verbindung mit Rathaus Level 9, also es muss, er muss verschiedene Sachen eben machen. 164 Kriegssterne bedeutet eigentlich, dass er nicht so, ich sag mal, eine Affinität, also eine Bezogenheit zu Clankriegen hat, was ich hoffe. Und dann noch so ein kleiner Tipp, Juwelenkiste auf jeden Fall wegmachen, weil die kriegst du nur in einem gewissen Abstand wieder neu. Und wenn du die einfach drin lässt, kriegst du keine neue. Das ist einfach Sache dabei. So, gehen wir auf den Clan von uns und klicken den hier mal an. Die Clan-Vorteile sehen so aus. Im Moment haben wir Clan Level 8. Bedeutet, dass wir ein Spendenlimit haben mit 8 Truppen und einen zusätzlichen Lagerplatz in Schatzkammer. In Schatzkammer, na gut, von 40%. Der nächste Level ist 9. Da bewegen wir uns im Endeffekt nur noch rund 250 EP von weg. Bedeutet 250 EP ungefähr, ich sag mal, 3-4 Clankriege, dann haben wir den erreicht und sind dann 9. Und bekommen dann eine Spendenrückerstattung von 50% der Truppen und extra Beutekriegsbonus von 25%. Also die Steigerung lohnt sich richtig. Natürlich dann die maximale Level, die es im Moment gibt, wahrscheinlich werden sie das auch irgendwann machen, hier steht ja neu, witzigerweise, ist dann Spendenverbesserung um 2 Level. Das heißt also, hast du Level 7, irgendeine Truppe, dann ist sie, wenn du sie spendest, auf Level 9 und einen zusätzlichen Lagerplatz in der Schatzkammer von 50%. Das ist schon, das sind 10% mehr als im Level 8. Also das ist schon dann auch eine Steigerung, die sich sehen lassen kann. So, dann gehen wir mal zurück in unseren Clan. Also wie gesagt, Frech haben wir neu, Hacker haben wir auch neu. Den gucken wir uns auch mal gerade an, wie der ausschaut. Und auch eine optisch fast ähnliche Base, wie ich die habe hier. Also die Base, die ich hier bei Maxis Kamm gemacht habe, um mal zu gucken, die sieht doch so aus. Und Hacker, auch haben sich ganz nett. So, nochmal zurück zum Clan. Maxi King Kerber, Linksabbieger, ganz frisch rein, scheint ein Kumpel vom Frech zu sein, und die besuchen wir mal und gucken auch mal an, die Base, die er da hat, gibt es auch nichts zu meckern, absolut okay, wie sehen seine Truppen aus, jo, alles auf dem besten Weg, er hat alles mögliche, Helden entwickelt er auch, 226 Kriegssterne, ist nicht so dolle, aber wie gesagt, das dauert alles eine gewisse Zeit, wenn man nicht unbedingt Kohle ausgibt. Kommen wir zur Killer Lady, die war gestern ein bisschen verschnupft. Wie ihr hier sehen könnt, anhand des Chatsverlaufs, war es so, dass ich sie übersehen habe. Habe echt gedacht, die hätte keine Zeit, und habe dann gemeint, sie dürfte nicht mitmachen. Aber, wie gesagt, herzlich willkommen beim nächsten Clankrieg, liebe Killer Lady. Du bist richtig stark, machst richtig geile Angriffe. Macht auf jeden Fall Laune, dass du hier bei uns drin bist. So, kommen wir zum Hotzi Dubstep. Das ist im Endeffekt diese Musikrichtung, die nennen sich da wahrscheinlich Hotzi. Wir haben auch noch eine Lena Hotstep hier drin. Dubstep hier, Hotstep sag ich schon. Lia Dubstep hier drin. Und wie gesagt, auch nicht schlecht, und herzlich willkommen bei unserem Clan. Ja, toll finde ich immer im Endeffekt, wenn Jungs oder Mädels sich bewerben und schreiben dann im Endeffekt auch zu sich was. Also wie zum Beispiel, hey, ich bin Philipp, bin 14 Jahre und komme aus Düsseldorf oder wo auch immer im Endeffekt. Und dann werden die natürlich bei uns auch aufgenommen, wenn sie nicht keine extrem rascher sind oder wenn wir feststellen, dass die Dörfer so bescheuert sind, dass es gar keinen Spaß hat, mit denen zusammen zu spielen. Für uns ist es relativ einfach herauszubekommen, wo die irgendwo schon mal gespielt haben, auch wenn sie irgendwas anderes erzählen. Wie? Tja, ganz einfach, man geht auf www.clashofstats.com und findet dort im Endeffekt eine Website, ich habe die glaube ich auch schon fest vorgestellt, wo im Endeffekt dieses cookforum.de da hinterlegt ist mit historischen Daten von oder Ranglisten von 3,4 Millionen Clans. Leute, hallo? Das ist ordentlich. So, und gehe jetzt in Clan, gehen wir jetzt mal rein, gehen wir in unseren mal rein, Maxis Games, gucken wir, ob wir ihn finden. Jo, gibt nämlich nur einen mit unserem Namen, was ich geil finde, weil das immer gut ist. Und gehen wir jetzt mal bei uns in die Liste rein und sagen, okay, wir wollen mal gucken, der Linksabbieger, wo war er denn überall?
Und tschupp, sind wir drauf. Wir haben ihn und können alle Daten über den jetzt ziehen hier. Also alles, was hier im Endeffekt über den irgendwo mal berücksichtigt worden ist, finden wir hier, was er da erreicht hat und so weiter. Und wir können sehen, wo er die letzte Zeit, in welchen Clans er war. Krabbenfischer, 6 Tage hier Aufenthalt, also insgesamt 12 Tage, insgesamt 7 Tage hier, insgesamt 4 Tage, insgesamt 2 Tage, 2 Tage, 1 Tag, 1 Tag, 1 Tag. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Hier kann man auch noch sehen, ne, also der wurde insgesamt in 8 verschiedenen Clans jetzt die letzte Zeit gesehen. Und auch wichtig im Endeffekt zu sehen, okay, wie lange könnte er irgendwo drin bleiben? Hier in Krabbenfischer war er relativ lange. Relativ 12 Tage. Ne? Also, hier war er 4 Monate. Hier, ne? Also hier, oder wir konnten den nicht finden, steht hier 4 Monate. Okay, also auf jeden Fall interessante Geschichte. Ihr könnt alles Mögliche hier lesen. Ihr könnt auch gucken, sonstige Sachen, die da ganz interessant sind. Ihr könnt euch im Endeffekt auch, ich sag mal, über den Clan als solches dann Sachen angucken. Wie ist die Entwicklung von dem Clan und so weiter. Und ja, auf sich nicht schlecht. Und es hilft euch auf jeden Fall weiter. Wenn einer sagt, er war in diesem oder jenen Clan noch nie drin, könnt ihr nachgucken. Und wenn es dann nicht stimmt, dann wisst ihr, was das für ein Heini ist. Ne? Also das zu eurer Information. Also ich finde das nicht schlecht, wenn man so bestimmte Sachen da etwas über bestimmte Leute dann etwas weiß. Oder wie seht ihr das? Zum guten Schluss will ich euch eine Queen zeigen, die einen Wettlauf macht mit meiner und wünsche euch dabei viel Spaß. Unterlege das mal mit neuer Musik, die ihr wahrscheinlich auch mal ab und zu hört und verbleibe bis zum nächsten Video. Euer Jan und viel Spaß bei diesem Wettrennen. Ja. We're standing in the cold, I'm asking why. I wanna know what's going on and on. Hold me back and wipe my tears away. Remember me.